und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, es ist wieder Daily Shop News und Combo Masteries Time. Gucken wir mal ganz kurz hier rein, was aktuell so am Start ist. Aber bevor wir damit anfangen, hier erstmal wieder ein Kommentar von Tom der Fan. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber was kriegt man bei den Mastery Tokens eigentlich raus? Die Karten zum Kombinieren oder, und wenn ja, zufällig oder random? Nee, also wenn das so wäre, wäre das ziemlich krass, muss ich sagen. Also allein an der Aussage merke ich, dass du Level 12 noch nicht erreicht hast. Also für alle, die es nicht wissen sollten, die Combo Masteries kriegst du erst ab Level 12 zur Verfügung gestellt. Wenn du, es ist folgendermaßen, wir gehen jetzt mal ganz kurz da rein, aber ich erkläre es dir, wenn wir soweit sind. Wir gehen jetzt erstmal durch den normalen Shop durch und dann gehen wir zu den Combo Masteries, okay? Also nur, dass wir die Reihenfolge einhalten und ansonsten weiß man ja schon gleich am Anfang, was für Kombos drin sind. So, also gehen wir jetzt erstmal hier rein. Oh, jetzt haben wir den Stewie als inner Mamas altmodischen Geheimnisschatulle. Ja, ist ganz nice, aber eben auch ganz normal farmable über die Super Epic Packs. So, dann gehen wir in den Shop rein. Schauen wir mal, was hier so am Start ist. Mythic Bob Pack nach wie vor. Jetzt die letzten Stunden noch. Die Möglichkeit für die Leute, die im Swole Club den fast erreicht haben, den noch zu holen. Wild Brian Knife, Wheeling Seal Bandit und Sacrificial Robot Goat mit drin. Mega geile Box eigentlich. Ja. Dann sind wir bei der Hotties Box, von der ich nach wie vor nicht so viel halte. Hotties Luan, Hotties Salon, Furry Convention, Shrimpy Shrimps, McGriffin und Luan Blatter. Habe ich euch in einem anderen Video bereits vorgestellt. So, dann haben wir hier die Falcon Attack Box. Die ist deutlich besser. Falcon Attack, Quagmire Knife, Reading Seal, Bandit, Mr. Twilly, Hank Hill und Philip J. Fry. Hank Hill und Philip J. Fry sind richtig gute Charakterkarten. Und die anderen, die hier sind, sind auch nicht zu verachten. Die sind auch echt gut. So haben wir hier Lois Griffin momentan und dafür würde ich keine 1100 Steine ausgeben. Sorry, nein, würde ich nicht machen. Kann ich nochmal ganz kurz in die... Ne, sehen wir jetzt hier nicht. So, können wir hier gar nicht sehen, so an der Stelle. Aber hier könnten wir, glaube ich, eine Hottest Box... Nein, da ist der Mac Griffin und Luan Platter. So, okay, also dann gehen wir jetzt mal rein in die Daily Combo Masteries. Und jetzt zu deiner Frage, Tom der Fan. Was kriegst du da raus? Also, was du rausbekommst, ist eine Combo Meisterschaft. Kann man es so nennen? Also, du gehst hier ins Erforschen rein, da oben dann. Wenn du die hast und dann gehst du hier oben in die Combo-Meisterschaft rein. Und dann siehst du hier, wähle eine Combo, die du meistern willst. Dann hast du hier im Deck verschiedene Möglichkeiten. Dann nimmst du das Ding und ziehst das dort rein. Da ich sie bereits erforscht habe, geht das nicht. Ja. Danach, wenn du das gemacht hast, ist es dann so, dass... Immer wenn du diese Combo spielst, egal mit welchen Karten, also jetzt hier zum Beispiel im Bänderbräu, mit dem Bänder und mit Alkoholkarten, dann erscheint da oben drauf ein Krönchen. Und dieses Krönchen, also das kannst du bis zu dreimal, soweit ich das weiß, kannst du drei Kronen drauf haben. Und jede Krone bedeutet, dass alle Werte, die auf dieser Combo oder die mit dieser Combo gespielt werden, dann eben 10% Aufschlag bekommen. Das bedeutet also jetzt hier, nehmen wir mal ein Beispiel bei dem hier. Dann machen wir mal den Highschool Bill. Der hätte jetzt, also ich weiß gar nicht, ob auch abgerundet, ich glaube es wird auch abgerundet. Da würden wir im ersten Fall, hätten wir dann 15, 15, 12. Da hinten wären es dann 19 und 72.
Also hier 19 Angriff, 72 Leben. Dann kämen nochmal 10% drauf. Dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann müsste schon aufgerundet werden. Das heißt, wir wären dann bei 17, 17, 13. Und hier nochmal 10% drauf. Da waren wir bei 21, 7, 72, 79, 21, 79. Das wäre, wenn du 2 Kronen hier drauf hättest, ja. Also bedeutet, du kriegst nicht diese Combo geschenkt, du kriegst auch nicht eine dieser Karten geschenkt, du kriegst auch nicht beide geschenkt, sondern du kriegst quasi auf diese Combo prozentualen Aufschlag. Auf alle Werte, die diese Karte hat. So. Bedeutet, du musst die Karten besitzen, sonst machen die Kombos sowieso keinen Sinn. Ja, dann haben wir hier und es war auch am Anfang so gewesen, dass die Pre-Kombos nicht mit inbegriffen waren, aber soweit ich das jetzt inzwischen weiß, ist auch bei den Pre-Kombos ist jetzt aktuell der Fall. So, dann haben wir hier, fangen wir jetzt an mit den Combo Masteries von heute. Das ist einmal der Joystick Steve. Und der Joystick Steve ist jetzt auch wieder nicht so der Oberbringer. Er sieht folgendermaßen aus. Es ist nicht schlecht, aber ist jetzt nicht so unbedingt die Karte, die man gerne spielen will, weil wer braucht denn, wer spielt denn heutzutage noch Gamer-Karten? Also, ja, zumal die legendäre Gamer-Karte Wireless Audio Transmitter noch nicht mal mit drin ist. Also hier mit Burger Boss und so weiter. Da hinten kommt dann raus eine Karte mit Revanche und mit Punch. So, dann hätten wir Rambo Lois. Oh mein Gott, kann ich mich noch dran? Früher hatte ich vor der richtig Schiss. Da ist mir ganz anders geworden, wenn die Rambo Lois gespielt wurde. Heute kriegt man da nur noch ein müdes Lächeln raus. Ja gut, wenn die jetzt hier in dieser legendären Version Fassung ist, da mit. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist das einzige, ne? Einzige legendäre Waffenkarte. Das ist da mit Pantry Guns. Moment, wir gucken jetzt mal hier rein. Pantry Guns, genau. Ich mach das mal wieder weg. Und dann gucken wir mal, was passiert beim Maxed Out. Dann sieht die Sache natürlich ein bisschen anders da aus. Also wenn die Maxed Out ist, dann hast du hier 43 Angriff plötzlich. Nämlich 22 Punch und 21 Angriff. Und dann kann sich ja jeder ausrechnen, was dann passiert. Wenn du da plötzlich dann nochmal den Bonus da drauf packst, dann hast du plötzlich plus 4, was war 47 Angriff im ersten Schlag, was gar nicht mal schlecht ist. Ja. Also wer eine Lois Griffin bei sich im Deck haben sollte und die zufälligerweise Quad-Fused ist und zufälligerweise eine Pantry Guns, weil es nur mit dieser einzigen legendären zu spielen ist, der kann sich das ja überlegen, ob er die dann sich holen will. Also für 500 Gems. Ich mach's nicht. Ich habe auch keine Lois Griffin im Deck. So, Sister Peter ist die nächste Combo, die wir uns anschauen. Das ist jetzt diese hier mit einem Peter und mit Kostümkarten. Ja, und ich kann mich ehrlich gesagt, obwohl ich den Peter wirklich sehr, sehr, sehr gerne und oft spiele, kann ich mich nicht daran erinnern, irgendwann mal Sister Peter gespielt zu haben. Es kann sein, dass ich die vielleicht mal irgendwann gespielt habe, um die nochmal zu retten oder so. Aber das war's dann auch schon. Also. Nee, 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 nee. Nein, will ich nicht. Will ich nicht haben, werde ich mir nicht holen. So, und dann haben wir hier nochmal eine zweite Karte, ihr wisst, Roger ist auch eins meiner Favorites und mit Restaurantkarten. Und die einzige blaue ist hier die Bob's Burgers. Und die. Wird ungesehen recycelt, wenn jemand irgendwann reinkommt. Restaurantkarten, was willst du damit großartig anfangen? Ja, und da kommt da hinten halt Restaurant Roger aus. Der sieht ein bisschen faltiger aus. Und hat 13 Gas. Also, so wie er aussieht, hat er das selbst abbekommen.
Ja, also wenn es euch geholfen und gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.